Also ich heiße Hurwasch Purkian und ich begrüße Sie alle ganz herzlich und möchte mich im Namen unserer Organisation International Women in Power für die Einladung bei dem Veranstalter Ironro Pasmigirin, Herrn Arash, Metaviva, Herr Sami bedanken und möchte unsere Solidarität mit den Menschen im Iran aussprechen, meine Damen und Herren. Als demokratische und säkulare Deutsch-Exil-Iraner, Iranerinnen und Bündnis der iranischen Oppositionellen demonstrieren wir heute gegen das totalitäre Regime im Iran, da die Islamische Republik Iran ein Terror- und ein Unterdrückungsstaat ist, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen heute anhand nur von 5 Beispielen, erläutern, weshalb das islamistische Regime im Iran ein faschistisches, totalitäres sowie ein terroristisches Regime ist, meine Damen und Herren. Das erste Beispiel: Ali Khamenei, der Führer des Islamischen Republik Iran, sowie der Präsident Ibrahim Raisi, der als Mörder bekannt ist, und sein Gefolge Hamid Nuripur, der gerade in Stockholm zu lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden ist, unterstützt, meine Damen und Herren, Putin gegen den Ukraine-Krieg. Putin, Erdogan waren vor einigen Tagen in Teheran gewesen und haben einige Verträge mit denen abgeschlossen. Erdogan bekam die Erlaubnis von Putin und Khamenei, die Kurden weiterhin im Nordsyrien zu bombardieren, meine Damen und Herren. Erdogan tut es bereits, aber er hat nochmal legitimieren lassen, dass er weiterhin die Kurden in Nordsyrien bombardieren darf. Verstehen Sie das? Das zweite Beispiel: Das kriminelle Regime der Islamischen Republik ist der Finanzierer und Auftraggeber der Hamas-Organisation. Eine terroristische Organisation, die in Deutschland vor einiger Zeit verboten worden ist. Das Regime investiert das Staatsvermögen in die Terror-Expansionskriegs- und Atomraketenwirtschaft, um Israel auszumerzen. Das dritte Beispiel: Das islamische Regime versteht sich selbst als Schutz- und Führungsmacht der geschätzt 160 bis 210 Millionen Schiiten weltweit, meine Damen und Herren. Das Regime nützt systematisch kulturelle und religiöse Einrichtungen, um seine Glaubensansichten und die Ideologie der Islamischen Republik zu vertreiben. Für das Regime ist nur seine Scharia-Gesetze und sein Schiitentum wichtig, meine Damen und Herren. Alles Andersdenkende, Christen, Baha'i-Anhänger werden hingerichtet oder verhaftet. Baha'i haben keinen Zugang zu den staatlichen Bildungseinrichtungen, meine Damen und Herren, wie Schulen und wie Universitäten. Das vierte Beispiel: In Europa und weltweit findet einen Anschlag nach dem anderen statt. Wenn die Terroristen von diesem Regime im Ausland festgenommen werden, dafür verhaftet das islamistische Regime die europäischen Staatsbürger als Geiseln und verhandelt mit denen. Was gerade in Belgien der Fall ist, mit dem diplomatischen Terroristen Assadullah Assadi, der zu 20 Jahren Haft verurteilt worden ist, meine Damen und Herren. Das fünfte Beispiel und das letzte Beispiel: Mohammad Khatami, der von 1997 bis 2005 im Iran regierte und für
Folter und Unterdrückung im Iran verantwortlich ist. Er war ab 1978, vor 5 Jahren, Direktor des Islamischen Zentrums Hamburg, das als Blaue Moschee in Hamburg bekannt ist. In dieser Moschee an der Alster wird europaweite islamistische und terroristische Arbeit geleistet, meine Damen und Herren. Und die Vertretung des Mullah-Regimes und Teherans geheimer Außenposten in Hamburg ist. Vor einem Monat, das wurde angesprochen, ein Mitstreiter, vor einem Monat wurde der Vizemullah des Islamistischen Zentrums Seyed Soleiman Mousavi Farr wegen terroristischer Arbeiten eine sogenannte Ausweisungsverfügung zugestellt bekommen. Und er hat 3 Monate Zeit, Deutschland zu verlassen, meine Damen und Herren. Tatsächlich sind es Frauen und Mädchen, die in den letzten 43 Jahren am meisten unter diesem Regime gelitten haben. Gleichzeitig ist gerade diese Gruppe komplett auf sich gestellt, meine Damen und Herren. Und in der islamischen Scharia-Gesetz sind ihre Rechte die Hälfte des Mannes. Seit 2015 ist es Männern erlaubt, ihre Adoptivtöchter ab 13 Jahren zu heiraten. Sogar unter 13 können Mädchen mit richterlicher Erlaubnis verheiratet werden. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das, was im Iran los ist? Die weiteren größten Leidtragenden des Regimes sind wie so oft Kinder, meine Damen und Herren. 10 Millionen Straßenkinder werden gezählt und viele von ihnen werden für das Drogengeschäft missbraucht und häufig vergewaltigt. Können Sie sich das dann überhaupt vorstellen? Dass Kinder im Iran vergewaltigt werden, weil sie Straßenkinder sind. Das ist für mich einfach unvorstellbar. Aber abgesehen davon weist der Iran weitere unzumutbare Missstände auf. So herrscht dort die höchste Rate an Prostitution, Drogenabhängigkeit und Selbstmorden, meine Damen und Herren. Seit 1979 wurden im Iran über 6000 Menschen allein wegen ihrer Homosexualität hingerichtet. Die Dunkelziffern liegen weitaus höher, meine Damen und Herren. Das brutale und antisemitische Regime bekämpft alles, was als westlich betrachtet wird. Das Ablegen des Kopftuchs, Feminismus, Homosexualität, die Moderne sowie Menschenrechte. Die Feindbilder sind immer Israel und USA. Der internationale Antisemitismus ist von der islamistischen Revolution im Iran geprägt und ist dadurch erst hoffähig gemacht worden. Wir fordern daher die deutsche Bundesregierung auf, keine Diktatoren zu empfangen, die die Menschenrechte mit Füßen treten. Die Menschenrechtsbewegung und die demokratischen Kräfte im Iran und im Ausland zu unterstützen, sowie sich den US-Sanktionen anzuschließen. Sich für den sofortigen Stopp von Hinrichtungen und für die Freilassung von politischen Gefangenen im Iran einzusetzen. Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi und die Regisseure, die vor kurzem verhaftet worden sind. Das sind nur ein paar Beispiele für die Ende des Zwangsverschleierung von Frauen im Iran einzusetzen. Die Außenministerin Annalena Baerbock soll sich an ihre feministische Außenpolitik, meine Damen und Herren, die sie angekündigt hat, halten. Die Beispiele Iran und Afghanistan zeigen, dass das ein leeres Versprechen von ihr bisher gewesen ist, meine Damen und Herren. Wir rufen Politiker und Politikerinnen auf, die Presse sowie alle Mitbürger und Mitbürgerinnen in Deutschland und in Europäischer Union
dazu auf, gemeinsam mit uns in Solidarität mit den Menschen im Iran zu stehen und ein Zeichen für Menschlichkeit und Toleranz für die Rechte von Frauen sowie Menschenrechte zu setzen und die demokratische Kräfte zu unterstützen und an deren Seite zu stehen. Wie die deutsche Bundesregierung bereits an der Seite der Bevölkerung in Belarus und Ukraine stehen. Shahzade Reza Pahlavi und Masih Alinejad sollen in Parlamente in Deutschland und Europa eingeladen werden, meine Damen und Herren. Wir sagen Nein zur Islamischen Republik Iran und schließen uns der Kampagne, die aus dem Iran hervorgegangen ist. Wir schließen uns dieser Kampagne an. Nein zur Islamischen Republik. Und wir schließen uns an. Payane Iran, Freiheit für Demokratie im Iran und vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sepas az mehretun.